Moin Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 meldet sich mal wieder zu Wort. Und es ist heute auf jeden Fall mal wieder Black Ops 2 Zeit. Wir spielen auf der jemenitischen Map und ich habe die MP7 dabei. Und habe natürlich nicht nur die MP7 dabei, sondern auch die 5.7. So, Nachladen nicht vergessen. Und los geht's. Ah, ihr wisst ja, ich war jetzt in Villingen-Schwenningen in diesem komischen Kuhdorf. Ich nenne es auch das Marihuana-Loch mitten im Schwarzwald. Warum? Das bleibt mal meine Sache. So, Black Ops 2 ist mal wieder angesagt und ich bin voller Lebensfreude. Ja, warum? Das erzähle ich euch jetzt. Far Cry 3 kommt bald raus. Mein Gott, ich habe die Trailer gesehen und natürlich auch noch die Dinger. Ingame-Szenen von Far Cry 3. Auf jeden Fall ist das Spiel richtig cool und ich freue mich schon richtig drauf. Ja, aber gesehen, man wird sogar von Eidechsen angegriffen. Ja, da gibt es sogar Tiere, also Dinge, wie heißen die Viecher? Wölfe. Ja, es gibt Wildschweine, ihr könnt die alle häuten, gibt einen Bogen. Müsst ihr natürlich auch alle kaufen. Ihr könnt Posten einnehmen. Wenn einmal der Posten eingenommen ist, dann gehört der Posten euch. Und das ist einfach eine so gute Sache, muss ich sagen. War bei 3 wird bestimmt cool. Auf jeden Fall. Freue ich mich schon. Man! Scheiße! Ich muss jetzt mal hier Klasse wählen. Ah, nehmen wir mal die Scorpion. Die EVO, oder? Heißt die doch EVO? Mit einer Waffe kann man sogar durch Wände schießen. Da haben wir Infrarot. Oh, nicht unser Flaggenträger, Leute. Nicht unser Flaggenträger! Da falle ich um den Baum, Alter. Oh je. Yeah. So, 2 Sekunden bis zum Wiedereinstieg. Ja, aber dann auf jeden Fall noch Assassin's Creed 3 zocken. Offline. Ich will endlich zu dieser Indianer-Mission kommen, wisst ihr? Da, ihr wisst, da am Anfang spielt man ja den Ding da. In Assassin's Creed 3. Den Sohn, glaube ich. Und dann kommt man langsam in dieses Indianerdorf. Bei New York da. Ja, und dann. Na, das seid ihr in so einem riesigen Waldstück. Und auf jeden Fall könnt ihr da Tiere jagen. Ja, wenn ihr die Tiere in Assassin's Creed 3 jagt, ja, dann müsst ihr halt darauf achten, halt, dass ihr, ja, ihr wisst ja, dass ihr die Felle und alles benutzt, sonst werdet ihr diskronisiert, nennt man das, glaube ich. Und da fliegt ihr aus dem Animus und das ist natürlich nicht so toll. Das ist genauso, wenn ihr einen Zivilisten in Assassin's Creed 3 tötet, also da fliegt ihr auch raus. Das ist krass, wir reden hier über Assassin's Creed 3 und spielen aber Black Ops 2. Aber wir haben ein 1, 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 auf jeden Fall.